Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Wir sind wieder mal auf dem Weit-Weit-Berg oder immer noch besser gesagt. Es lief bis jetzt nicht ganz so gut. Na doch, es lief bis Ebene 20 eigentlich super, ne? Aber jetzt muss ich Sven ja irgendwo zum Feind schicken. Nee, es lief saugut und dann auf einmal lief alles scheiße. Wir haben ja einen coolen Kumpel, kriegt hier Lunastein und dann stirbt Lunastein und frisst einen Belebersamen, ja. Und nicht, dass das alles ist. Ja, kommt nochmal dazu, Leute. Lunastein stirbt einfach, nachdem er schon Belebersamen gefressen hat. So kacke, Mann. Tackle-Tod. Es war ein Tackle-Tod. Ne, die ganze Sache regt mich gerade auf. Scham, ich heb dir gleich Scham, du Arsch. Stirb, Mann. Stirb sollst du hier. Mann, Mann, Mann. So, jetzt muss ich mich aber auch beeilen hier. Alter, wo? Svenja schafft das sowieso. Da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Zack, hier. Zack, tot. Svenja macht alles. So. Wo zur Hölle? Hölle. Wo zur Hölle? Ja, die können eh alle alleine kämpfen. Ich muss ja nichts machen. Ich muss eigentlich nur schnell zum Ziel laufen. Das ist bei Svenja. Bei Svenja ist das Team. Was heißt hier das Team? So, Anführer Svenja. So, Svenja, du. Okay. Schön, Svenja. Du bist sehr, sehr stark. Du bist ein sehr tolles Mädchen. No, Svenja, du kannst doch nicht einfach in Fallen rennen. So, jetzt hier wieder. Alles ist schön. Nilsi ist hier Anführer. So. Ich laufe jetzt ein bisschen mit Speed rum, einfach. Weil, wenn ich nicht renne, ist es halt schon vorsichtig, sozusagen. Und ich habe mehr Kontrolle. Und deswegen ist dann alles schön. Zack. Ist aber auch scheiße hier. Tackle. Der Tackle. Boah, geil, voll weggefetzt. Gusto-Samen. Ich will keine Megustas. Ich will Belebersamen. Da, Treppe. Schon wieder Sandsturm. Auf dem mit Eis bedeckten Berg mit Eismusik. Was, du willst sterben? Parasek wollte unbedingt sterben. Und so eine fiese Falle, die zum Glück nicht ausgelöst ist. Oh Mann, Leute. Es ist echt anstrengend hier. Gerade jetzt, wir kommen weiter. Ich hab mich vorhin so gefreut hier. Schön Lunastein. Ja, toll. Friss er mir den Belebersamen, ey. Stell ich vor, ich kann vielleicht Ho-Oh nicht besiegen, weil ich keinen Belebersamen habe oder so. Und hier seht ihr, was für einen Schaden ich hier kriege. Das ist doch voll böse. Ja, hier, du olle Granbull. Chaos-Samen. Ich penne natürlich wieder. So. Diese. Was? Ist das fies oder ist das fies, Leute, ja? Ey. Ja, na klar. Hier ist doch echt alles. Alles ist hier. Und jetzt kann ich immer mehr meine Röntgenaugen benutzen. Die waren doch so toll und so verlässlich. Mano. Und Orbs gibt es ja auch nicht hier. Hier findet man ja auch nichts. Man findet nichts. Nichts, nichts. Von da hinten bis hier wirkt Pilzspore. Fette Scheiße. Das ist echt übel. So, Geld. Alter, Mann, das ist fies. Das ist so fies hier. Alle nur, weil ich Ho-Oh killen will oder was. Na, und ähnlich ist es halt, wenn wir zu Kyogre wollen. Nur Kyogre kommt dann auch höchstwahrscheinlich direkt ins Team. Und Ho-Oh kommt eigentlich auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ins Team. So, dass man Ho-Oh mindestens zweimal besiegen muss. Und, oh Mann. Jetzt brauche ich wieder mehr Mageninhalt zum... Na, ihr wisst schon. Aber ich habe echt... Ich habe ja nicht mehr. Ich muss mir... Ich muss die ganzen Samen sammeln. Ich muss Samen sammeln und immer fressen und so tun, als wäre ich cool. Ja doch, das muss ich. Na hier, Samen, lecker. Und nochmal ein Samen, lecker. So, was macht der Flair-Samen? Sheila-Modus, was macht Sheila? Das Pokémon hat halt ja so ein anderes Pokémon. Ach, scheißegal. Oh! Ja, es ist so schwer zu erkennen, welche Pokémon Freund oder Feind sind. Ich muss alles in mich reinstoppen. Hitzewelle! Wo ist Glurak mit Hitzewelle? Scheiße. Oder wo ist Erdbeben? Verdammte Kacke. Oh, Svenja rechnet mit 43.
Aua. Ich werde einfach nicht wach. So jetzt. Jetzt habe ich eine größere Chance, hier ein paar Gegner zu killen. Ist ja schrecklich, bis ich wieder dran bin hier. Zack, Parasect muss tot. Wow, ich erreiche Level und Svenja hat das gerade sehr souverän gemeistert. Svenja war echt toll. So, was haben wir hier? Geheimpower. Aber so war das schön. Ich starte hinein in die Ebene und finde direkt den Ausgang. Irgendwie wirkt Schaufler nicht wirklich, wenn die Pokémon... Oh! Ich möchte aber noch schnell, bevor ich hier weitergehe, gucken. Geld und ein Samen. Das ist ein Samen. Den möchte ich zum Beispiel nehmen. Chaos-Samen. Egal, was macht Chaos-Samen? War Verwirrung, ne? Ja, Konfusionsstatus. Ja, her mit dem Chaos-Samen. Ich weiß nicht, wohin. Ins Mokmok. Und Schneesturm. Na klar, Leute. Ein Schneesturm. Ist ja nichts. Nee. Schneesturm ist völlig normal. Völlig natürlich, so ein Schneesturm. Da wie weit ich hier rennen kann, soll, muss. Ein Dicktree rennt mir hinterher, verdammt. Nee, Brühe. Schon wieder dieses Dicktree. Zack, tot. Wieso kann... Ich konnte mich gerade voll gar nicht bewegen. Ich weiß nicht mal warum. Das ganze Spiel ist komisch. Ich habe keine Ahnung. Mann, nicht schon wieder so eine Falle hier. Noch eine Verwirrungsfalle. Oh Mann, oh. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Limrühr. Wir sind kurz vor... Oh. Blendsamen. Was macht der? Blenderstatus. Den Boden nicht mehr sehen? Wie ist denn das gemeint? Tolle Beschreibung. Egal. Wir müssen weiter, weil wir sind schon auf Ebene 35. Ja, wir sind wirklich kurz vorm Ziel. Schade, dass Lunastein dieses Erlebnis nicht mehr mit uns teilen kann. Von, hier sind so viele Wege, ja. Und ich hab... Was ist mit dir los, Metagross? Ich wollte gerade sagen, du musst doch mitkommen. Alter, wo ist... Wo ist hier... Ausgang-Dingens? Ein Smogmog. Na klar. Flairsamer, der ist cool. Flairsamen gefallen mir. Die machen mir so schön heil hier. Drogensamen war das doch, ne? Drogensamen, na klar, der Drogensamen. Dicktree. Noch ein Dicktree. Wieso kommt hier oben auf dem Eisberg Dicktree? Das passt so. Vielleicht gehen wir zuerst runter, ja. Sandsturm, na klar, ich nehme mir wieder meinen Drogensamen. Na, lecker. Sehe ich hier. Für Nontor, na klar, mit Eisstrahl. Arsch. Irgendwas lief hier gerade ganz so schief. Zack. Los, Metagross, töte es. Töte doch mal. Oh, Leute. Die Ebenen hier werden immer größer, ihr seht's. Ich muss jetzt mit Speed machen, weil Raichu sonst nervt. Beziehungsweise weil Svenja sonst nervt. Tut mir leid, Svenja, du nervst eigentlich nicht, aber... Du weißt ja, wie dir meint es. Alter. Hier ist so viel Action hier in dem Level. Das ist... krank. Heilt sich Svenja überhaupt? Ja, habe ich überhaupt noch Magen? Ich habe keinen Magen mehr. Mein Magen ist weg. Was macht Gusam? Hungriger Freundschaft. Das Pokémon ist am Verhungern und... Nee, Verhungern ist nicht toll. Plus ich sage Lamm. Was, Lamm? Wie komme ich jetzt auf Lamm? Ist ja auch egal. Ich bin schon ein bisschen krank. Da darf man ruhig irgendwelche kranken Sachen sagen. Wo ist denn bitte das Ziel? Mein Dicktree, ey, du sollst doch nicht einfach dick sein. Hier schon wieder, zack. Na, endlich. 37, Leute, 37! Und Geld. Wir sind 37 Jahre alt und haben Geld. Beziehungsweise ich bin das, nicht ihr. Ihr seid nur die Zuschauer. Ihr werdet hier nicht ins Geschehen mit einbezogen. Nein, 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 nein.
schwindelig war mal. Nicht toll. Aber ich muss ja auch rennen. Ich muss ja auch rennen wie so ein Idiot. Hallo, gibt's ja auch mal einen Weg rein? Hallo, na endlich. Mit Kohle, was soll ich mit Kohle, Mann? Los, Metagross. Los, Metagross. Los, Metagross. Mano. Stirb. Arsch. Na, also, nein, nein, nein. Ich will den Samen. Plosivsamen, sehr schön. Aber ich musste gerade auch rennen. Attacke. So, Plosivsamen. Komm in meinen Mund. Und der nächste, zack. Nam, nam, nam. Ich habe hier noch ein paar Plosivsamen. Ich werde hier nicht verrecken an Hungersnot und so weiter. Nö, nö. Schlafsamen. Ist auch nicht schlimm hier, wenn ich mal kurz penne. Nein, es ist schon wieder... Es ist schon wieder so eine Riesenebene. Tötet mich! Will nicht mehr. Oh, fies. Ja, ich bin gerade teilweise sprachlos, Leute. Tut mir leid. Ich muss immer wieder dran denken, wie fies diese Ebene doch ist. Hallo, ich bin auf 38, da könnt ihr nicht so einen Kack machen. Ich bin auch nur so ein lieber Typ, der nach Hause will, zu seiner Familie, Hunger hat und so. Ich hab wirklich... Stimmt, ja, ich bin ja hier gerade am Verhungern. Na, scheiße. Nicht Schaufler. Ey, Arsch, was du kannst, kann ich auch. Zack, er trifft nicht, aber ich treffe. Haha. Und Basti rechnet mit 46. Schönes Ding, schönes Ding. So, rein da. Ein Dekri, Trio, Trio, Trio. Trio. Nein. Geld. Ich weiß nicht, was ich mit Geld soll. Ich habe eigentlich genug, deswegen. Nee, aber ich bin kurz vorm Ziel. Ich habe noch oft genug Surfer. Ich renne jetzt wirklich so durch, weil... Alter. Man, genau so soll das Spiel nicht ablaufen. So, Leute, jetzt nochmal alle abchecken. Sinelbeere. Soll ich die irgendwem geben? Basti kriegt eine Sinelbeere. Jetzt nochmal Attacken gucken. Nee, das ist schon richtig so. So machen wir das. Und du darfst... So. Ja, gehen wir einfach los. Wir haben nichts zu verlieren. Wobei ich mal noch schnell einen Safe State, einen mega komischen, konfusen Safe State. So. Ja, Leute, gehen wir rein. Weitweitberg E40. Oh, schön hier. Exzellent. Es war eine weite Reise, um hierher zu gelangen. Zahllose Herausforderungen erschwerten den Weg. Viele gefährliche Dungeons galt es zu meistern. Und am Ende wartete der höchste Gipfel des Weitweitberges. Wahrlich, dies ist nur den Auserwählten vorbehalten. Jedoch. Dies ist noch nicht das Ende. Wow. Ich bin Ho-Oh. Ich erschaffe den Regenbogen am Himmel. Nur, wer auch mich im Kampf besiegt, wird diesen Berg wahrlich meistern. Dies ist die letzte Herausforderung. Es soll beginnen. So, ich wollte gerade sagen, ich fange mit Surfer an, aber das wird wohl nichts. Ich gebe ihm ein Chaosam Gustosam. Me gusta hier. Hungriger Freund. Nee, noch nicht. Ich gebe ihm einen Blendsam. Werfen! So, Surfer mache ich. Svenja wird dann schon mit Elektroattack angreifen. Und Metagross macht dann auch gute Attacken. Svenja, wieso hast du keine Attacke eingesetzt? Svenja, spinnst du? AP-Prüfer, ja. Dann machen wir jetzt einfach mal hier Attackennutzer. Zack. So, scheiß auf AP-Prüfer. Svenja muss jetzt draufhauen, ne? Bam. So schön, Svenja. So schön. So mag ich dich. Zack. Wieso rennst du weg, du... Ho-Oh rennt weg, dass ich das mal erlebe. Dass ein Boss wegrennt. Und dann gehen wir jetzt in Migusta-Samen. Bodyguard. Egal, Surfer. Tot. Ja, aber wir haben Ho-Oh leider nicht bekommen. Den bekommt man. Also jetzt so.
bekommt man Ho-Oh mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Halt beim zweiten Kampf. Ich werde bei Gelegenheit mal hingehen. So. Nun aber erstmal hier schön. Flap, flap. Das ist schön. Flap, flap ist gut. Flap, flap macht Spaß. Wir mögen alle flap, flap. Klonk. Klonk ist auch cool. Oh Mann. Gifas ist ein gewichtiges Problem. Wieso gewichtig? Seerettung erforderlich. Okay. Ja, wir können ja mal hier, guck mal, hier Sam gucken wir mal an, Leute. Sammy hat Level 38 ist er. Und Attacken. Hitzewelle und zweimal Flammenwurf. Einmal als Glutexo, einmal als Glurak erlernt. Richtig geil. So, ich gehe mal zum Dings. Ich habe noch etwas Zeit und möchte schnell Geld abholen. Ja, 106.000 habe ich drauf. Ist ja nix, ne? Ist ja nix. So, und dann kaufe ich mir jetzt die ganzen letzten Areale. Sandstrand, Zwielichtwald, Giftsumpf, Echohöhle, Geheimhöhle, wo übrigens Mewtwo drin haust, Rätselkammer A bis N, Rätselkammer O bis Fragezeichen, Frostflockental, Eisschollenufer und die Finalinsel, wo sich unser kleiner Kumpel Mew rumtreibt. So, jetzt haben wir alle Partnerareale gekauft. Im nächsten Part werde ich die Mission hier anspielen, denn als Belohnung bekommen wir ein Partnerareal. Ja, das werde ich im nächsten Part machen. Eventuell bekommen wir dann das Ding von Kindwurm oder so. Das wäre geil. Weil ich glaube, wenn man ein bestimmtes Partnerareal bekommt, wo ein paar Drachen-Pokémon unterkommen oder so, dann kann man auch direkt die Drachenhöhe betreten. Und die Drachenhöhe war dann direkt der Drachen-Dungeon. Oder vielleicht haben wir jetzt sowas, wo wir den Weitberg geschafft haben. Ach du Kacke, war mal. Ist hier was passiert? Ach ja! Wir haben ja noch mehr bekommen. Weil jetzt die ganzen Partnerareale gekauft werden. Hier Icognito-Ruin ist neu, weil wir die beiden Rätselkammern gekauft haben. Ich glaube, das Weite Meer hatten wir noch nicht. Nachtlichtruine hatten wir definitiv noch nicht. Oder doch? Wenn man nicht weiß, nee. Aber ja, sieht doch alles schon mal schön aus. Ja, im nächsten Part holen wir uns dann das Partnerareal von der einen Mission. Mal gucken, was das für eine Mission ist. Wir haben ja gerade schon ein bisschen gesehen, ist im Grubental. Und ja, ich denke mal, das nächste große Ziel wird dann halt das Sturmwehr. Das Sturmwehr. Was? Wer? Sturm? Was? Nein, das Sturmmeer mit Kyogre. Und, ja. Dann danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen. Wir haben Ho-Oh's Dungeon gemeistert und weiter geht's dann im nächsten Part von Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Also, ciao, Leute!